den Leuten halt untereinander, weil wie gesagt, wenn ich da irgendwie Liga spielen sollte oder sonstiges, ja, dann verliert man ja nur noch. Das haben wir einmal oder zweimal probiert und wir haben total abgelost. Das macht einfach keinen Spaß. Wie gesagt, da gibt es mittlerweile so übertriebene Pros. Du kommst rein, denkst, es wird ein ganz chilliges Match. Ja, und willst dir halt ganz normal den Ball holen, der mal kurz über dich gesprungen ist und keine Ahnung. Aber man kommt sie da angeflogen, ja, als hätten sie nicht, noch nie was anderes gemacht, aber wirklich angeflogen wie sonst was. Da frage ich mich, wie lange haben die eigentlich Power? Apropos Power, Diablo 3 wollten wir doch auch noch mal durchgehen oder so. Oh, können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Wahrscheinlich nicht heute Abend, ne? Nee, heute Abend nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie lange ich mache, aber ich denke mal, sehr lange werde ich nicht mehr machen. Wenn ich jetzt so gucke, 4:05, ist schon eine stolze Zeit. Wäre schön, wenn man sich die Koordinaten anzeigen lassen könnte. Weil es würde mich doch recht interessieren, wie weit ich von dir weg bin. Es gibt manchmal richtig nette Gegenden. Oh, die Dinger sind auch alle draußen. Was brauche ich denn noch nicht? Brauche ich für ein Steinschwert? Weißt du, was ich auch ziemlich genial finde? Was Wenn du denn? das richtig machst mit dem Springen und alles, ne? Kommst ja trotzdem recht schnell voran und verlierst im Grunde genommen keine Energie. Das stimmt. Weil im Sprung brauchst du ja nicht Shift gedrückt halten. Ja, das meine ich ja, Loro. Das ist ja, da ist kein Fun mehr, sondern wirklich nur Stress. Und wie gesagt, das sind die Momente, wo, gebe ich auch ehrlich zu, meine Laune total in den Keller geht. Man hat keine Chance mehr als ein normaler Spieler, keine Ahnung. Heute hat es Spaß gemacht, außer die Internetprobleme gingen. Ja, das Problem bei mir ist, Kev, ich kann nicht streamen und zugleich der Host spielen. Das geht nicht. Wäre es jetzt anders irgendwie, dann kein Problem. Bei League of Legends ist das aber auch nicht anders hier, weil es gibt Leute, die kennen das Spiel in- und auswendig, ne? Ja, das habe ich Wirklich von gemerkt. vorn bis hinten. Und wenn denen das zu langweilig wird oder so, die machen sich einfach einen neuen Account. Weiß. Ich weiß, wie ich das mal angespielt habe. Ne, weil es mir im Freundeskreis empfohlen wurde und keine Ahnung was. Ich wurde direkt angesprochen. Soll ich dir Tipps geben? Ich sag, nee, ich will mir das Spiel erstmal ganz so angucken. Ja, aber wenn du mit meinen Tipps spielst, dann bist du 0,0 nächsten Pro. Ich sag, ich will kein Pro werden. Weißt du? Heroes of the Storm aber wiederum ist richtig nett gemacht. Allein schon, weil du hier nicht gucken musst, was für Items kaufst du und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Doch, da muss ich gestehen, also ich kenne es. Ich muss gestehen, ich habe voll frühzeitigen Zugang bekommen, ja, vor allen anderen, bevor es überhaupt bekannt wurde, dass das Spiel auf den Markt kam. Und hab's dich einfach angespielt, ne? Solltest du dir auf jeden Fall anschauen, weil es gibt keine Items, die du da kaufen tust oder Edelsteine für höhere Stats und was weiß ich nicht. Sondern im Grunde genommen ist jeder Spieler gleichberechtigt. Okay. Und du levelst nicht deinen Helden alleine, sondern wenn Gegner in der Nähe fallen, egal ob jetzt NPCs oder Spieler, kommt es der ganzen Gruppe zugute. Krass, okay, das ist krass. Das finde ich Das geil. heißt, du hast nicht einen, der sich einfach hochfarmt, sondern eine Gruppe, die halt eben hier XP und alles bekommt. Ja, wie Diablo halt, ne? Das ist ja auch, wenn du in einer Gruppe spielst, so und so viele Leuten, da wird dir die XP aufgeteilt untereinander. Naja, die Gegner werden auch schwerer, du kriegst trotzdem dieselbe Menge an EP. Okay. Nur dadurch, dass sie schwerer werden, haben sie dann auch wieder eine höhere XP-Rate, Drop-Rate und so weiter.
Aber wenn du magst, können wir gleich mal kurz noch bei Diablo 3 reinschauen. Das Problem ist, Aber ich. aus kurz wird dann meist immer lang. Ich kenne das schon. Ich weiß doch, Sonic haben wir den gespielt. Sagen wir, ja, wir hören jetzt auf, wir hören jetzt auf. Ne? War an einem Sonntag. Musste ich dann eigentlich schon längst pennen, weil ich gegen Abend arbeiten musste. Und aus dem nur mal kurz, ne, machen wir noch eine Runde, sind mehrere Stunden geworden. Die Frage ist auch, ob die Zuschauer, die momentan dabei sind, sich für Diablo 3 interessieren würden. Dem Kev ist das egal, was ich spiele. Lofu hat jetzt schon vor ein paar Tagen gesagt, dass der Diablo-Hype einfach vorbei ist. Keine Ahnung, also für ihn. Finde ich eigentlich auch, weil. Ja, was heißt, finde ich auch? Ich sag mal, Diablo 3 soll seit dem Add-on ja wieder besser sein. Ne? Und seit einigen Updates. Ist das auch. Weil mit dem Add-on. Vorher hattest du ja eigentlich nur den Story-Modus, den du immer und immer wieder gespielt hast, ne? Mit der Erweiterung hast du aber den Abenteuer-Modus. Du kannst frei zwischen den Akten hin und her teleportieren und bestimmte Aufgaben machen. Okay. Und kriegst dadurch sogar noch Bonus-Items und alles Mögliche. Jetzt weiß ich auch, was der Wosai die Tage meinte, wo ich Diablo 3 gestreamt habe. Macht ihr doch den. Was war das jetzt? Adventure-Modus oder was war das? Ja, Abenteuermodus. Abenteuer-Modus. Macht ihr deinen Charakter, dann zieh ich dich ein bisschen durch, weil das wäre der beste Modus irgendwie. Es gibt halt eben im Abenteuermodus auch verschiedene Sachen, die du machen kannst. Es gibt einmal die Kopfgelder. Und also die Kopfgelder selber, die bringen halt eben ziemlich gut XP und Loot. Auch abhängig von der Schwierigkeit, die man halt eben da spielt. Und dann gibt es natürlich noch hier, wenn du in einem Akt alle Kopfgelder gemacht hast, kriegst du noch eine oder zwei Bonuskisten. Die kannst du auch aufmachen. Da sind dann Ressourcen drin und in der Regel auch was Legendäres. Okay. Und für das komplette Abschließen kriegst du auch nochmal XP. Aber dann war das, glaube ich, was ich jetzt die Tage da aussuchen konnte. Ich glaube, ich habe sogar den Art so Abenteuermodus gestartet. Weil ich konnte auf einmal auch zwischen den Akten hin und her springen und praktisch noch mal machen, was ich wollte. Müssten wir uns dann mal anschauen, ne? Wie gesagt. Es wird dir aber, denke ich mal, schon ziemlich gefallen, dass da alles neu ist und so. Ich weiß auch nicht, ob du jetzt die Erweiterung hast oder nicht. Ja, die Erweiterung habe ich. Die habe ich geschenkt bekommen vom Entwickler. Ich habe immer gesagt, wenn die Erweiterung mal günstiger wird, dann hole ich sie mir, ne? Also wenn sie mal so 10 € kostet oder keine Ahnung was. Und auf einmal habe ich irgendwann eine E-Mail bekommen, so von wegen, hier, wir möchten uns bedanken, dass du langjährig bei uns dabei bist und dies und das. Ich dachte, was ist denn das für ein Code? Habe ich eingegeben? Ja, habe ich die Erweiterung umsonst bekommen. Frechheit, ne? Du hast dich schon so darauf gefreut, es dir irgendwann selber zu kaufen. Das Dann passiert mir nehmen die dir einfach die Freude. in letzter Zeit passiert mir das aber ziemlich oft, dass ich da Games geschenkt bekomme oder mal frühzeitigen Zugang oder keine Ahnung. Jetzt die Tage, gestern ist es sogar passiert, dass ich Twitter eine Nachricht bekommen habe, dass die Macher von Savage Lands, auch so ein Survivor-Titel, ein Video von mir favorisiert haben, ne, wo ich halt Savage Lands spiele und das ist schon, keine Ahnung, das ist. Wie soll man sagen? Das gibt einen schon irgendwie so ein stolzes Gefühl irgendwie, weißt Feedback. du? Ja, ein richtig gutes Feedback sogar. Naja, weil viele Entwickler sagen sich, ja, cool, wir haben das Spiel jetzt gemacht, scheiß drauf, die und die spielen das, ist mir ja egal. Und dann gibt's denn die Entwickler, ne, unter anderem halt die von Savage Lands oder keine Ahnung was, die halt noch gucken und vielleicht sogar auf deine Videos stoßen und dann auch noch folgen und vielleicht irgendwann mal Kommentare geben und sich dafür bedanken, weißt du? Echt schon wieder 7 Stunden, 29 stream ich, krass. Ja, aber echt hier Fanboy, ne? Wie kannst du bloß jetzt die Uptime anzeigen? Da wird er doch gleich müde.
Und Loro Fu meint, ich wäre seine Perle. Okay. Nee, er hat halt eben gesagt gehabt, eine Perle findet man halt eben sehr selten. Hat er auch gar nicht so unrecht, ne? Weil öfters, wenn du irgendwie Streams oder Videos machst, ne, triffst du immer mal wieder auf Leute, die dich irgendwie als, ja, wie soll ich sagen, so richtig Idioten entpuppen. Wir haben mal einen dabei gehabt, der hat auch seinen Teamspeak eingerichtet und da hat sich dann später rausgestellt, ja, total der aggressive Idiot halt, weißt du? Der auf seinen Teamspeak so... Server Group assigned. Oh, jetzt hast du mich erschrocken, hä? ich hab grad gedacht, ich hätte jetzt die ganze Zeit gelabert und hätte einen Disconnect gehabt. was wollte ich jetzt sagen? Nee, der Party seinen Teamspeak eingerichtet hat und es hat später rausgestellt, der hat den so eingerichtet, dass er als einziges Masterrechte hatte und selbst wenn er gekickt wurde, trotzdem drauf kann. Und ja, das war eigentlich total das Kuddelmuddel nachher, weißt du? Und er ist auch immer wieder in die Streams gekommen und beleidigte und erstellte sich irgendwelche Faker-Namen, so war das zumindest bei mir, die den Patsch gelautet haben, Romiat, wir finden und killen dich und all so ein Scheiß. Und durch das ich ja meinen Follower-Account habe, wurde das natürlich auch immer wieder angezeigt und kam dann alle paar Sekunden dieser Sound und, weißt du, solche Leute hast du dann öfters gefunden. Und das ist total selten gefunden, dass man dann welche Leute trifft, jetzt unter anderem auch beim Follower-Account, also beim Follower-Alert kannst du aber einstellen, dass der nur kommt, also einmalig, nicht wenn jemand nochmal followt. Nee, das ist richtig. Ich meine das jetzt nicht so, sondern im Sinne von, er stellt sich jetzt den Namen Romiat, wir finden und killen dich. Und der nächste Name ist zum Beispiel Romiat, stell dich drauf ein, du kriegst eins auf die Fresse. Als Beispiel. Der hat sich 100.000 Fake-Accounts gemacht. Ne? Ja, hab ich auch. Aber es dauert immer eine Weile, bis das die es bearbeiten. Ja schon, aber allein bei so Namen gehen die recht schnell dabei vor. Und ich hab bei aber, dem, wir finden und killen dich, ist schon eine Morddrohung. Ja, also ich hab, du könntest gesagt, sogar eine Anzeige gegen den stellen. Das weiß ich. Der tierische Probleme. Das weiß ich. Die fühlten sich halt sicher hinter ihrer VPN-Verbindung und hast nicht gesehen und all solche Geschichten halt. Naja, auf jeden Fall. Können sie auch vergessen, weil selbst bei VPN alles wird gelockt. Ich weiß das, mir muss das nicht sagen, aber es gibt halt wie gesagt noch Kinder, die daran fest glauben, weißt du? Ja, Fakt ist auf jeden Fall gewesen, ich habe alle Namen gemeldet und nur ein Bruchteil davon wurden auch bearbeitet, also berücksichtigt. Weißt du, und einige davon stehen sogar leider Gottes immer noch in dieser Liste drin. Weißt du, und ja, die kriege ich halt nicht weg. Und ich finde, da sollte Twitch noch ein bisschen dran arbeiten, dass du zum Beispiel auch die Macht hast, über deinen Account zu bestimmen. Das heißt, wenn du nicht mehr willst, dass bestimmte Leute dich followen, dass du sagen kannst, ja, hier, weg damit, weißt du? Finde ich schon gar nicht so verkehrt. Ja, was ich jetzt sagen wollte, ist einfach, dass man dann einfach selten solche Leute findet, wo man sich praktisch auf Anhieb mit gut versteht, weißt du? Die sich auch wissen auszudrücken und ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Es wurde ja eigentlich darum gebeten, dass ich dich kille oder du mich killst. Jo, moin Daniel, bist du wieder da oder immer noch da? Hast du wirklich schon gepennt? Gott, alle haben schon gepennt, weißt du, ich bin immer noch da. Das durfte ich mir gestern schon anhören. Ja, wir sind echte Penner. Naja, eigentlich nicht. Genau das ist es. Ich geh jetzt wieder runter bei mir in die Höhle. Genau das ist es nämlich, weißt du, im Internet alle die große Schnauze und in Wirklichkeit, keine Ahnung, so super kleine Leute. Und ich habe schon gesagt, Internet hat Pseudo-Anonymität. Genau das ist es nämlich. Aber ich habe schon gesagt, sollte man durch Zufall irgendwie die Leute mal auf der Gamescom treffen, man würde die drauf ansprechen, glaub mir, die würden rot im Boden versinken und würden sagen, ja, so war das ja nicht gemeint. Und genau das ist nämlich der Punkt, keine Ahnung. Würdest du ja noch nicht mal treffen. Weil sie würden dir nicht über den Weg laufen. Klar, mittlerweile hören sie auf, Loro, ne? Weil sie halt auch gemerkt haben, dass diese Anonymität, die sie sich immer versprochen haben, hinter dem Ganzen, gar nicht existiert. Ne? Und wenn sie halt wissen, ah, der zieht das wirklich durch mit Anwalt und dies und das, ist vorbei. Dann siehst du ja, ne? Daniel, du bist so fertig. Genau, Daniel, ey, du mit deinen scheiß Trainingseinheiten.
Ich sehe es jetzt am Samstag schon wieder kommen. Weißt du, dann bin ich mal so zweiter Platz hinter Daniel, so, und krieg dann auf einmal erstmal so einen fetten Schuss reingebombt und bin dann wieder letzter. 100 Pro, so wird das wieder kommen. Wir haben das schräge Thema, wir haben eben darüber gesprochen, dass Loro meinte so von wegen, den im Teamspeak halt ihr den warm, scheint netter zu sein. So, und dann fing er halt an, so von Oh je, wegen, warm halt noch. ja, warm halt. man findet halt nur noch selten solche Perlen. Das ist halt das Thema, Daniel. Ja, und da habe ich halt gerade gesagt, dass wir das in letzter Zeit halt, ja, öfter, sage ich mal, haben, ne? Aber auch öfters schon auf die Schnauze gefallen sind. An sich, was ich bei Creativerse ziemlich genial finde, bei Minecraft, du hast halt eben nur da, dass wenn die Zombies und alle kommen, du kannst einfach stehen bleiben, haust ein paar Mal drauf und die sind tot, ne? Bei den Viechern hier musst du je nachdem echt ausweichen. Das stimmt. Du Genau wie siehst, bei sie Zelda. greifen an. Du siehst, sie greifen an und du musst ausweichen. Das ist genau wie in Zelda. Kev, ich meine, siehe deinen Status, ne? Was hast du bei mir im Channel? Genau. Also, was heißt das für dich? Gehörst du auch dazu? Nein, das gehört er natürlich nicht. Er hat nur die Aufgaben eines Mods und sonst nichts. Muss erstmal beide Augen aufbekommen. Also mit anderen Worten, okay, du hast schon gepennt. Vielleicht ist er am Pen. Wir wissen es nicht. So ein Schlafwandler, sitzt jetzt am PC. Genau. Der Und pennt kommentieren auf eigentlich noch. Streams. Genau, Daniel pennt eigentlich noch. Und wenn wir ihn morgen darauf ansprechen, was? Ey, da war ich tiefenfest am Pennen. Was wollt ihr von mir? Eigentlich ist das hier doch alles ein Traum. Genau, so wie in Matrix. Genau. Wir sind nicht real. Nur der Schmerz ist es. Du hast Schmerzen? Naja, wer nicht? Ähm. Wie real ist man selber, wenn man keine Schmerzen hat? Kev, ich weiß nicht, ob ich heute Abend streame. Ich mache das immer abhängig davon, sag mal, wann ich wach werde, was für den Tag geplant ist. Und ich will diesmal keine Versprechen machen, weißt du? Das ist halt problematisch. Wenn ich jetzt sage, ja, ich streame 18 Uhr das und das, dann warten die Leute, haben so eine Erwartungshaltung. Und dann ist es halt ziemlich blöd, wenn dann irgendwas dazwischen kommt. Und ja, keine Ahnung. Erstmal eine Kannst du wieder Rauchentwicklung. ETS2 MP zocken und dann einen eigenen Konvoi aufmachen? Daniel, du kannst Samstag schlafen bis 18 Uhr, dann bist du wenigstens schlagbar. Yeah, that's it. Und dann erstmal Sonic zocken. Ey, du bist so ein richtiger. Weißt du, der stellt sich jetzt voll darauf ein. Der macht jetzt nichts anderes wie Sonic zu zocken. Und Ich dachte schon wirklich schlafen. so. Um uns wirklich so die Hucke voll zu geben. Das ist. Das Schlimme ist, er sagt es nicht nur, er macht es dann auch noch. Also er zieht das eiskalt Schlafen. durch. Nee, dass die Hucke voll geben, dieses platt machen. Ja, hat er sich ja was vorgenommen. Ist doch gut. Jeder Mensch braucht Vorsätze. Ich sterbe jetzt gleich wieder, weil mir zu heiß wird. Ja, jetzt brenne ich. Kann ich direkt hier bleiben. Ich brauche braune Pilze, kann doch nicht wahr sein. Eben diese Hühnchen haben mir so viele gegeben. Jetzt, wenn ich sie teilweise kille, kriege ich ja nichts mehr. Was halt so gut zu ihnen. Ah, stimmt, ich wollte ja das mit dem Wasser ausprobieren. Ich habe ein bisschen Wasser dabei.
Ah, interessant. Standard-Maps im Sinne von nicht spiegelverkehrt oder Standard-Maps im Sinne von ja, Anfang.